Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmenden zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers. Mein Name ist Marlene Hallbach, ich bin Redaktionsleiterin hier und wir wollen heute das nächste Thema diskutieren virtuell und zwar mit einer sehr schönen Expertenrunde und ExpertInnenrunde. Morgen früh stimmt nämlich der Bundestag in einer zweiten und dritten Lesung über eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab und am Donnerstag soll das Ganze dann auch in den Bundesrat. Damit soll auch diese Woche dann eben eine bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie eingeführt werden. Eine erste Grenze, ab der verpflichtend Maßnahmen, zum Beispiel wie Ausgangssperren, strengere Kontaktbeschränkungen etc. ergriffen werden sollen, ist die 7-Tage-Inzidenz von 100, die dort verankert werden soll in dieser Gesetzesänderung. Sich also 100 Personen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer vergangenen Woche infiziert haben, das ist diese Grenze von 100. Eine weitere Grenze ist noch bei einer Inzidenz von 165 erreicht. An die sind dann Schulschließungen gekoppelt. Generell ist es aber so, dass es an diesen Inzidenzen als Indikator auch einige Kritik gibt aus der Wissenschaft. Die Aussage der Inzidenz ist eben stark gekoppelt an Teststrategien, wer getestet wird, wie viel getestet wird und daher nicht länger geeignet, die relevante Infektionslage sinnvoll abzubilden, ist die Kritik. Und Gegenvorschläge gibt es auch schon, und zwar gänzlich neue Indikatoren, wie zum Beispiel die Neuaufnahme auf den Intensivstationen als Indikator einzuführen oder auch auf die Rate an positiven SARS-CoV-2-Tests zu gucken. Die kennen wir aber schon so ein bisschen in der Diskussion. Heute wollen wir uns vor allen Dingen um die beiden Themenbereiche kümmern. Einmal die aktuelle Belastung des Gesundheitssystems generell. Wie sieht es gerade aus auf den Intensivstationen und bei den Pflegekräften? Aber auch, wie beurteilen wir denn die Situation jetzt in Zukunft? Das Gesetz wird jetzt morgen besprochen. Bisher ist die Inzidenz nicht rausgeflogen. Ich glaube, sie wird für diesen Gesetzentwurf drinbleiben, ist aber meine ganz persönliche Meinung. Nur wichtig ist es eben zu schauen, was denn sinnvoller wäre. Das wollen wir heute mit Fachleuten tun, wie Sie hier auch schon sehen in den Videos. Und ich wollte Sie gerne nochmal darauf hinweisen, wir benutzen wieder das Q&A-Tool für Ihre Fragen, die Sie ab jetzt auch schon gerne stellen können. Also das Frage- und Antwort-Tool finden Sie unten in der Leiste. Schreiben Sie Ihre Fragen rein. Ich werde die dann an geeigneter Stelle an die Fachleute richten. Und im Nachhinein gibt es wie bei uns auch immer ein Transkript und einen Videomitschnitt auf unserer Website. So, jetzt würde ich gerne anfangen, die Runde vorzustellen. Und zwar haben wir da einerseits Professor Dr. Uta Geides. Sie ist Professorin für Pflegewissenschaft, Ethik und Kommunikation und Leiterin des Departments Pflege und Management an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Außerdem sind Sie auch neuerdings Mitglied des Wissenschaftsrats der Bundesregierung und der Länder. Herzlich willkommen, Frau Geides. Das Gesundheitssystem stöhnt ja unter der erneuten Welle an Covid-19-Erkrankten derzeit. Sie sind auch im regelmäßigen wissenschaftlich motivierten Austausch mit Pflegekräften, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch selbst als Intensivpflegekraft sogar tätig. Wie ist denn die Lage derzeit unter den Pflegekräften auf den Intensivstationen? Ja, vielen Dank, Frau Halbach. Ich bin jetzt nicht mehr tätig als Intensivpflegende, habe lange Zeit dort aber gearbeitet, 10 Jahre. Und Kolleginnen und ich, wir haben eine Studie gemacht, mit der wir, oder machen wir immer noch, mit der wir die Pflegenden begleiten seit dem April 2000. Wir erheben jetzt die Daten für die dritte Welle und wir sehen eben schon auch in der ersten Welle, aber es hat sich nochmal gezeigt in der zweiten und dritten Welle, eine hohe Belastung der Pflegenden allgemein, aber insbesondere natürlich auch der Intensivpflegenden. Wenn ich jetzt nochmal gucke, insgesamt haben wir 3.687 Pflegende befragt und Intensivpflegende 834 in den drei Wellen, wenn wir es jetzt so wollen. Und es gibt schon auch einen Unterschied hinsichtlich der ersten Welle und den Wellen, die wir jetzt haben. Die sozusagen der Konflikt zwischen der eigenen beruflichen Tätigkeit und der eigenen Angst, sozusagen der eigenen Sicherheit, das ist etwas runtergegangen. Das sehen wir, weil die Pflegenden natürlich jetzt auch auf der Intensivstation fast vollständig geimpft sind. Das ist sozusagen auch, ja, muss man einfach mal so sagen, ein Erfolg, das in einem Jahr der Pandemie wirklich geschafft zu haben für die Pflegenden. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber gerade auch in der dritten Welle eine unglaublich hohe Belastung, weil es einfach keine Ruhepausen für die Pflegenden gibt, sowohl keine Pausen innerhalb der Dienste als eben auch keine Pausen, wenn der Dienst vorbei ist. Und wir sehen also aus unseren sozusagen aus unseren Daten, dass alle Pflegenden sagen, in allen Bereichen, in der zweiten und auch in der dritten Welle, die Belastung ist gestiegen um 80, also sagen 80% der Pflegenden. Das haben in der ersten Welle nur 25% der Pflegenden gesagt.
Wir interpretieren das so, dass in der ersten Welle also sehr elektive Eingriffe sehr stark zurückgefahren wurden, was jetzt eben nicht mehr passiert. Deswegen sehen wir in allen Bereichen eine zunehmende, also eine unglaublich hohe Arbeitsbelastung. Und ich muss sagen, die Intensivpflegenden, wo wir jetzt den Fokus ja, wo wir sehr stark der Fokus drauf haben, die haben eine Belastung in der unmittelbaren Versorgung der Covid-Patienten. Andere Pflegenden in den ambulanten Pflegediensten, aber auch in den Pflegeheimen spüren eine Belastung auf einer anderen Art, auf einer anderen Art und Weise. Dazu könnte ich dann nochmal kommen. Wir sehen auch, was die Intensivpflegenden uns sagen und was sich von der zweiten zur dritten Welle verändert hat. Ich gucke jetzt gerade nochmal in den Daten, deswegen drücke ich den Kopf so ein bisschen. Wir haben in der zweiten Welle haben 75% der Intensivpflegenden gesagt, dass sie Einbußen in der Versorgungsqualität sehen, und zwar in der pflegerischen Versorgungsqualität. Und das sagen in der dritten Welle 84%. Also das, auch das ist schon ein Unterschied. Und die Einbußen in der pflegerischen Versorgungsqualität beziehen sich beispielsweise auf pflegerische Tätigkeiten wie Lagerung, Mundpflege, Delirprophylaxe, also originär pflegerische Tätigkeiten, die aber, und das muss man sagen, nicht aber, die haben einen Impact auf das Outcome der Patienten, auf das unmittelbare eigentlich Überleben der Patienten. Das heißt, die Patienten werden gerade nicht mehr so gut versorgt wie zum Beispiel vorher, weil die Belastung so hoch ist. Genau, weil die Belastung so hoch ist. Und die Pflegenden sagen, sie können eben nicht mehr so pflegen, wie sie das eigentlich wollen. Sie müssen Abstriche machen, Priorisierungen machen. Und eben auch Rationierung. Also wir sprechen auch von Rationierung. Das haben die Pflegenden uns angegeben. Vielen Dank. Vielleicht für die JournalistInnen, die zuhören. Die Daten können Sie auch später bekommen, wenn da Interesse besteht. Schreiben Sie einfach gerne eine Mail eben an uns an redaktion@sciencemediacenter.de. Frau Geide stellt uns die zur Verfügung, und dann brauchen Sie jetzt nicht jede Zahl mitschreiben oder sich merken. Dann können Sie da nochmal reingucken in die Präsentation. Vielen Dank dafür, Frau Geides. Super. Ich würde erstmal zum nächsten in der Runde kommen. Danke für den Input-Impuls. Professor Dr. Christian Karaganidis, Sie können da, glaube ich, vielleicht sehr gut anschließen. Sie sind Geschäftsführer der Oberarzt und Leiter des ECMO-Zentrums an Klinikum Köln-Meerheim und haben auch noch eine Professur an der Universität Wittenherdecke und sind medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, über das man ja auch sehr viel hört, wo die Daten eben herkommen zu den Intensivstationen. Wie sieht die Lage aus Ihrer Sicht aus? Können Sie da Punkte wiederfinden bei Frau Geides, die Sie auch so feststellen? Ja, vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ja, vielen Dank erstmal und auch für die Worte von Ihnen, Frau Geides, weil das ist das, was uns im Moment am allermeisten beunruhigt, um ganz ehrlich zu sein. Diese enorme Belastung fürs Personal, und ich will auch die Ärzte mit einschließen, es sind nicht nur die Pflegekräfte, die so extrem belastet sind, weil die körperliche Belastung und die psychische Belastung auch mit diesen extrem vielen Todesfällen hat mit den Leuten was gemacht innerhalb der letzten 12 Monate. Und das können wir, glaube ich, auch, das kann man nicht von der Hand weisen. Und deswegen haben wir ja auch so häufig darauf hingewiesen, dass die Situation im Moment so kritisch ist. Ich will das mal mit ein paar Zahlen untermalen, die vielleicht auch nicht jeden Tag so im Fokus stehen. Und eine Zahl, die mich sehr beunruhigt, ist im DIVI-Intensivregister, im nicht öffentlichen Bereich, fragen wir die Kollegen ja auch, könnt ihr noch aufnehmen auf die Station oder seid ihr schon sehr eingeschränkt? Und es gibt überhaupt nur noch ein Drittel der Intensivstationen in Deutschland, die einfach so Patienten aufnehmen können und sagen, wir stehen auf grün, wir haben das in so einem Ampelsystem. Und die Nachfrage danach ist dann immer, woran liegt das, dass das nicht gut geht? Natürlich, weil die Kapazitäten erschöpft sind, aber leider ist es im Moment auch so, dass uns alleine schon 650 Kliniken von den 1300 ungefähr melden, dass sie das aufgrund des Personals nicht können. Und wir haben das im Winter schon gehabt, da waren wir bei etwas über 700. Dazu muss man aber sagen, Dienstpläne im Dezember sind immer deutlich schwieriger, weil in einem Schichtsystem die Feiertage immer eine große Rolle spielen. Das heißt, die Arbeitszeit pro Monat ist geringer als in Monaten ohne Feiertage. So dass das für mich ein ziemliches Warnsignal ist, dass da im Moment mit dem Personal was passiert, was wir eventuell auch in der zweiten Jahreshälfte und danach nicht mehr gut abfangen können.
Und es wird ja immer so gesagt, dass wir so viele freie Kapazität haben in Deutschland. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass die Kliniken im Moment sehr dynamisch reagiert haben. Viele sind schon aus dem Normalbetrieb rausgegangen. Viele sind schon im eingeschränkten Regelbetrieb. Und ich kann das mal hier für Köln sagen. Wir machen nur noch 50% der OP-Kapazitäten laufen im Moment, damit wir wieder für die Covid-Patienten genügend Kapazität zur Verfügung haben. Und das führt dazu, dass wir wahrscheinlich heute oder morgen schon wieder die Grenze von 5000 Intensivpatienten überschreiten werden mit Covid. Und um das auch mal in eine Relation zu setzen, weil man immer nur diese hohe Zahl hört, wir hätten ja 25.000, 30.000 Intensivbetten. Ich glaube, das ist eine ziemliche Überschätzung. Und Sie sehen jeden Tag bei uns im Divi-Intensivregister in dem Report, dass wir 56% invasiv Beatmete haben. Dazu kommt aber, dass wir auch noch einen substanziellen Teil von Patienten haben, die so eine Maskentherapie haben, diese nicht-invasive Beatmung. Die ist mindestens genauso personalaufwendig. Ja, Frau Geitschuk wird das bestätigen. Das ist einfach etwas, was die Pflege enorm belastet. Das heißt, von diesen 5000 Patienten sind 75% beatmet. Und wir haben uns jetzt nochmal sehr gut Daten auch aus den vergangenen Jahren angeguckt. Und es ist grundsätzlich in der deutschen Intensivmedizin so, dass übers Jahr hinweg so 8 bis 10.000, 2018 hatten wir in der Spitze mit der Influenza-Welle so 12.000 beatmete Patienten. Ja. Und wenn wir jetzt plötzlich 4.500, 5.000 beatmete haben, dann sind das schon 50% von dem, was wir sonst so übers Jahr hinweg in Deutschland haben. Das heißt, diese Zahl ist eigentlich viel, viel höher und viel dramatischer, als wir das so empfinden von der Intensivbettenbelegung her. Zur weiteren Prognose noch mal ganz kurz. Wir können sicherlich auch noch mal über das DIVI-Prognosemodell sprechen. Es gibt ganz sicher eine regionale Unterschiede. Schleswig-Holstein ist ein Bundesland, was wenig belastet ist im Moment. Das ist auch gut. Und wir sehen auch Bundesländer, wo die Intensivbelastung im Moment nicht ganz so stark steigt. Das ist zum Beispiel Berlin. Das heißt, wir haben eine gewisse Verhaltensänderung auch der Bevölkerung, vor allen Dingen Berlin, möchte ich da ganz positiv hervorheben. Wir haben durch den Ostereffekt eine gewisse Abbremsung gekriegt, dass wir nicht weiter exponentiell gewachsen sind. Und man merkt, dass die Bevölkerung das auch ernst nimmt, was wir sagen. Ja, und da sieht man, dass die Intensivzahlen in einigen Bereichen nicht so stark steigen. Auf der anderen Seite haben wir Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen hier, wo wir im Moment relativ stark steigen. Und alleine von gestern auf heute sind nochmal 300 Covid-Patienten in der Summe dazugekommen, nochmal 20 mehr auf der Intensivstation. Und ich kann Ihnen im Moment sagen, wir liegen im Moment bei einer Quote von ungefähr 20% der Krankenhauspatienten werden intensivpflichtig. Das heißt fast wieder das Doppelte von dem, was wir noch im November, Dezember hatten. Also B117 mit seiner höheren Krankheitsschwere macht sich da im Moment auch sehr bemerkbar. Zum Abschluss möchte ich vielleicht noch einmal einen Punkt sagen, weil wir die ersten 6-Monats-Daten jetzt auch angeschaut haben von den Covid-Patienten aus Deutschland, bei 9.000 Patienten mit der AOK zusammen. Und wir haben ein substanzielles Problem auch bei den Überlebenden, die das Krankenhaus verlassen. Ja, von 6.000 Patienten, die aus dem Krankenhaus rausgehen, auch von beatmeten Patienten, muss ein Viertel wieder stationär aufgenommen werden im Laufe der nächsten 6 Monate. Wir haben nochmal eine Steigerung der Sterblichkeit. Also selbst wenn man das überlebt hat und wieder nach Hause geht, sterben nochmal einige Patienten in den folgenden 6 Monaten. Und ich glaube, deswegen sollten wir insgesamt gesellschaftlich darauf achten, dass wir jetzt jeden Fall verhindern, damit wir auch diese Langzeitfolgen verhindern und damit wir auch, glaube ich, hoffentlich schnell aus dieser Welle rauskommen jetzt. Vielen Dank. Ich würde da jetzt erstmal einen Cut machen an der Stelle, haben Sie aber auch selber schon gemacht. Vielen Dank. Wir kommen gleich zu der regionalen Lage, weil da auch schon Nachfragen kommen. Hier im Chat kommen wir gleich nochmal bei Herrn Küchenhoff. Zuerst würde ich aber eben Professor Dr. Gerard Krause nochmal vorstellen. Er ist Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und schon als das Infektionsschutzgesetz das erste oder zweite Mal geändert wurde, haben Sie auch schon kritisiert, dass dort explizite Inzidenzwerte implementiert werden in diesem Gesetz. Vor der Bundestagsdebatte morgen haben Sie diese Kritik erneuert. Können Sie die vielleicht auch in diesem Rahmen noch einmal kurz zum Ausdruck bringen? Und am besten, welcher Wert soll es denn stattdessen sein, aus epidemiologischer Sicht am besten? Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist die Inzidenz ein wichtiger Wert, aber nur ein Wert zur Bewertung der Pandemie. Die Pandemie ist vielschichtig, sie hat viele Teilaspekte. Ich vergleiche das eigentlich zunehmend gerne mit dem Wetter. Das ist auch vielschichtig. Das benötigt auch sehr, sehr viele
Messwerte, um sie zu berechnen und sogar vielleicht vorherzusagen und insbesondere auch Experten, die diese Messwerte interpretieren und auswerten. Und insofern ist die einfache Antwort, wir brauchen mehrere Indikatoren, um das Bild sachgerecht abzubilden und auch unsere Maßnahmen sachgerecht zu begründen oder auch fokussiert zu gestalten. Wenn man nun gezwungen ist, sich auf nur einen Messwert zu beschränken, und das scheint so zu sein, dann wäre die Zahl der Neuaufnahmen auf Intensivstationen das, was der Situation am ehesten gerecht wird, weil sie zum einen die zeitliche Dynamik abbildet, hinreichend gut, auch ziemlich zeitnah, nicht ganz so zeitnah wie die Inzidenz, aber weil sie vor allen Dingen auch ein guter Proxy ist, ein guter Indikator für die Krankheitsschwere. Das war eigentlich schon immer so, Sie haben es ja schon erwähnt, aber jetzt wird die Sache noch wichtiger, weil sich jetzt die 7-Tages-Inzidenz zunehmend von der eigentlichen gesundheitlichen Lage in der Pandemie entkoppelt. Und wir können das auch jetzt schon beobachten. Es sind zwei Faktoren, die dazu beitragen. Zum einen, und beide Faktoren sind erwünscht übrigens, zum einen die Zunahme der Testaktivitäten, insbesondere in Bereichen, in Bevölkerungsgruppen, die gemeinhin nicht oder nicht schwer an einer Infektion erkranken, also vor allen Dingen Schulen. Das führt zu einer massiven Steigerung der Fallmeldungen und aber nicht, die nicht proportional ist, zu einer Steigerung der Krankheitslast. Zum anderen auch die Impfung. In dem Maße, in dem es uns wirklich gelingt, gerade auch die Zielgruppen prioritär zu impfen, wird die Krankheitslast runtergehen, hoffentlich. Gleichzeitig wird aber die Zahl der Infektionen nicht in demselben Maße runtergehen wie die Erkrankungen. Das heißt, Infektionen werden weiterhin festgestellt und gemessen werden. Die gesundheitliche Belastung wird aber hoffentlich runtergehen. Das heißt, wir haben zwei erwünschte Effekte, die in Bezug auf den Indikator, nämlich die 7-Tages-Inzidenz, deutlich machen, dass diese kein guter Orientierungspunkt mehr ist für die Lage der Pandemie. Wie gesagt, am besten wäre es eigentlich, man würde mehrere Faktoren gleichzeitig berücksichtigen, die in einem Gesamtscore reingießen, entsprechend gewichtet, dann in einfache Stufen, sagen wir 5 Stufen, unterteilen, sodass man sie leicht kommunizieren kann. Aber wenn wir nur einen Wert nehmen sollen oder müssen oder dürfen, dann sollte es aus meiner Sicht nach aktuellem Stand die 7-Tages-Neuaufnahmezahl auf Intensivstation sein. Und dann ist noch ein wichtiges Detail zu ergänzen. Diese Zahl sollte erstens auch wie die anderen Indikatoren nach Alter, vielleicht auch nach Geschlecht stratifiziert werden und beobachtet werden. Idealerweise auch nach Bevölkerungs-, nach Berufsgruppen und anderen soziodemografischen Eigenschaften. Aber ganz wichtig ist, geografisch sollte es bezogen werden auf den Herkunftsort der Patienten und nicht auf den Standort der Intensivstation. Dann ist aber jetzt die Frage, das hört sich für mich jetzt, also wenn Sie sagen, so mehrstufiges Modell und wir müssen irgendwie mehrere Parameter mit einbeziehen, hört sich das nochmal sehr komplex an, für die akute Lage das irgendwie umzusetzen. Haben wir denn die Daten dazu, zu dem, was Sie jetzt vorschlagen? Nehmen wir jetzt mal die Neuaufnahmen als Einzelindikator raus, weil da kommen wir ja gleich mit Herrn Küchenhoff noch drauf zu sprechen. Hätten wir theoretisch für dieses komplexe Instrumentarium, was Sie gerade vorgestellt haben, überhaupt die Daten? Also das ist erstaunlich, was alles die Gesundheitsämter eigentlich schon erheben. Und es ist noch frustrierender, wenn man sich anschaut, dass das Infektionsschutzgesetz zum Teil den Gesundheitsämtern verbietet, diese Informationen an die Landesstellen und ans RKI zu übermitteln. Auch das Thema ist ja nicht neu. Auch das hatte ich bei einer früheren Bundestagsanhörung schon mal angemerkt. Aber auch jetzt schon hat ja das Robert-Koch-Institut in seinen täglichen Berichten eine ganze Menge an Details, die es jeden Morgen berichtet. Nur leider werden die nicht berücksichtigt bei der Entscheidungsfindung. Und ich fürchte, das werden jetzt auch noch gesetzlich gekoppelt wird, verpflichtend gekoppelt wird, dass ein einziger Wert die Bemessungsgrundlage für das Handeln ist, dann wird dieses Problem noch größer werden. Also was Sie auch häufiger gesagt haben in der Pandemie ist, wir brauchen ein bisschen mehr Pragmatismus in Deutschland. Also gerade beim Impfen brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Pragmatismus. Habe ich so bei Ihnen im Kopf, dass Sie das häufiger gesagt haben. Wenn jetzt der Effekt der Impfung jetzt gerade ja aber groß genug sein wird, dass wir das Blatt eben wenden können, dass es ein bisschen einfacher wird, die Krankheitslast zu reduzieren. Ja, es wird weiter Infektionen geben, wie Sie gerade auch schon gesagt haben. Aber ist es jetzt an dieser Situation jetzt noch pragmatisch zu sagen, okay,
wir müssen jetzt nochmal wechseln, das Instrumentarium für diesen Gesetzentwurf? Oder wäre es nicht, also der da sowieso bis Ende Juni, glaube ich, nur gelten soll, diese Gesetzänderung, wäre es nicht andererseits auch möglich zu sagen, ja komm, dann nehmen wir jetzt noch die Inzidenz, die überschätzt das Ganze zwar ein bisschen, aber dann kommen wir schneller aus der Welle runter und danach müssen wir auf jeden Fall was haben, was dann irgendwie die Lage gut einschätzt für, sagen wir mal, langfristige Prognosen und Monitoring von Covid, wenn wir damit leben müssen, in Anführungszeichen, dass immer noch mal ein paar Infektionen auftauchen werden. Also kann man nicht auch an dieser Stelle noch ein bisschen Pragmatismus fordern, ach komm, bis Juni kriegen wir es mit der Inzidenz auch noch hin, oder was wäre da Ihre Meinung? Das sind jetzt viele Themen auf einmal gewesen, deswegen muss ich mehrere Antworten geben. Also zunächst einmal Pragmatismus bin ich sicherlich ein Freund von, aber in Bezug auf das Impfen möchte ich nicht falsch verstanden werden, möchte ich eher noch betonen, dass die kürzlich jetzt immer lauter werdenden Stimmen, man möge doch die Priorisierungsliste wieder verwerfen und nicht das alles nicht so streng nehmen, dass ich da ganz anderer Meinung bin. Ich bin der Meinung, solange es wir noch nicht geschafft haben, dass wir alle über 80-Jährigen, die eine Impfung wollen, auch geimpft haben und dass wir alle die mit entsprechenden Vorerkrankungen auch geimpft haben, die eine wollten. Und das ist noch nicht der Fall und wir sind offenbar auch noch weit davon entfernt. Dann sollten wir wirklich auch noch nicht anfangen zu diskutieren, dass wir die Priorisierungsreihenfolge verwässern oder auflösen, bloß weil es dann so schön einfach wird. Man kann dann schon schön die Impfstatistiken frisieren und nach oben bringen, aber man hat dann nicht unbedingt die Leute geschützt, die man hätte schützen sollen. Sonst widerfährt uns das gleiche Drama, was wir Ende letzten Jahres Ende letzten Jahres ja auch reingeraten sind. Soweit zum Thema Impfen, zum Thema Pragmatismus. Zum Thema Zeitpunkt. Wie gesagt, wir sind jetzt in dieser Phase, man beobachtet es jetzt schon, dass dieser Inzidenzwert nicht gut korreliert mit der Lage. Und es ist auch ein Irrglaube, dass dieser Inzidenzwert die Sache überschätzt. Der Inzidenzwert kann durchaus auch Risiken unterschätzen. Zwar nämlich dann, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders anfällig und vulnerabel sind, in ihrer Zahl, in ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung vielleicht klein sind und sich in diesen Bevölkerungsgruppen vielleicht ganz besondere Dramen abspielen, weil dort schwere Erkrankungen auftreten. Nehmen wir nur an schlecht versorgte Heime, an Bevölkerungsgruppen, die unter engen Wohnverhältnissen leben müssen, deren Testergebnisse vielleicht auch nicht ganz so schnell und ganz so sensitiv in die Statistiken einfließen und die vielleicht durch andere Co-Erkrankungen sogar noch häufiger schwere Verläufe haben. Die würden dann bei der allgemein pauschalierten auf 100.000 Einwohner bezogenen Inzidenz überhaupt nicht in Erscheinung treten und dann würden die entsprechenden Maßnahmen auch zu spät greifen oder gar nicht. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, die Dinge vermeintlich zu verharmlosen oder die Dinge weniger dramatisch darzustellen, sondern es geht darum, sie sachgerecht darzustellen. Und deswegen muss man auch den richtigen Indikator wählen. Mhm. Wenn es sich entkoppelt, entkoppelt es sich möglicherweise in beide Richtungen. Vielen Dank. Es kommt noch eine Nachfrage, die würde ich einfach direkt mal in die Runde stellen, vielleicht auch an Karajanidis nochmal zurück, dann kommen wir zu Ihnen, Herr Küchenhoff, keine Angst. Und zwar, kommt die Aufnahmerate auf der Intensivstation nicht einfach viel zu spät, um dann noch nachsteuern zu können? Also wenn wir jetzt sagen müssen, wir schauen die tägliche Neubelegung an, sind wir nicht dann schon so weit über den Zenit, sage ich mal, mit den Infektionen zuvor, dass es sowieso zu spät kommt? Nee, also die Angst habe ich nicht nach allem, was wir jetzt in den letzten 12 Monaten gelernt haben. Wir haben eine gewisse zeitliche Latenz da drin, die sich vor allen Dingen daraus begründet, dass die Intensivpflichtigkeit ja erst ein paar Tage nach der Infektion einsetzt. Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite haben wir eine ziemliche Robustheit in den Daten. Wir haben mehrere gute Prognosemodelle, zum Beispiel das von Herrn Schuppert, Herrn Weber, Carstens und mir, wo wir, glaube ich, im Moment noch sehr gut liegen. Ich glaube, wir sollten auch niemals hergehen und sagen, es gibt nur dieses eine, sondern wir müssen das insgesamt schon im Auge behalten. Der riesige Vorteil, den die Intensivbettenbelegungszahlen natürlich noch haben, ist, dass dieser Parameter viel robuster ist. Ja, wir sind nicht abhängig von täglichen Schwankungen. Wir sind nicht abhängig von der Berechnung des R-Wertes, der wirklich komplex ist, muss man ja sagen, weil wir Meldeverzögerungen drin haben, sondern wir sehen ja wirklich das, was los ist. Und wir sind auch völlig unabhängig von Testfrequenzen. Das heißt, diese Latenzzeit von ein paar Tagen erkauft man sich dann mit doch deutlichen Vorteilen, die man am Ende hat.
Aber es ist nicht so, dass wenn wir jetzt, also wir wollen ja nicht die Inzidenz oder wie Sie auch gerade sagen, die brauchen wir nicht vernachlässigen, das ja. wäre nicht die Idee. Aber wenn wir jetzt irgendwie sehen, in den jüngeren Altersgruppen, sagen, also breitet sich das besonders stark aus. Ich spreche jetzt nicht von Schulkindern, da ist ja sowieso die Testlage gerade doch irgendwie, also da kann man nicht mehr vergleichen, aber sagen wir mal 20 bis 30 gibt es einen hohen Anstieg irgendwie und aus der Erfahrung, zumindest das, was ich jetzt so auch mitgenommen habe, ist, dass dann irgendwann schwappt es dann doch wieder in die höhere in Altersgruppen über, die nicht geschützt sind. Jetzt mittlerweile haben da ja auch welche Impfungen. Also das, wir handeln uns da nicht ein neues Risiko ein, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir lassen da unten erstmal laufen. Das ist genau der Punkt. Ne? Wir dürfen halt nicht nur auf die Intensivzahlen gucken, sondern wir müssen den Rest schon im Blick behalten. Zwei Punkte dazu zu den jungen Menschen. Natürlich ist es so, dass die das übertragen, insbesondere wenn junge Menschen berufstätig sind. Ja? Weil wir sehen das gerade hier bei uns in Köln, es sind die Berufstätigen, die im Moment auf der Intensivstation liegen. Diese Altersklasse ist gerade da. Und natürlich haben wir so ähnlich wie von Kindern auf Großeltern, die haben das sehr gut gelernt, die Großeltern sich zu schützen. Das merkt man auch. Die Bevölkerung zeigt ein gewisses Verhalten. Genauso haben wir natürlich auch einen Shift aus den jungen Berufstätigen zu den Älteren hin. Aber das muss man einfach im Blick behalten. Und ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, dass wir auch aus anderen Systemen lernen. Wir haben in Israel diesen Vorsprung mit der Impfung. Wir haben in England den Vorsprung mit der Impfung. Und diese Frage wird ja dann ganz besonders relevant, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir Jüngere impfen. Ja, wenn die Risikogruppen geschützt sind und man merkt, es sind Lockerungen da und so, das wird ja kommen im Laufe des Jahres. Dann müssen wir vor allen Dingen in diese Altersgruppe gucken, dass die sich auch weiterhin schützen, dass die auch geimpft werden. Und da sollten wir aus den anderen Ländern lernen, die uns im Moment voraus sind mit dem Impfen. Okay, super, vielen Dank. Jetzt würde ich erstmal den vierten im Bunde hier zu Wort kommen lassen. Das ist Professor Dr. Helmut Küchenhoff. Er ist Professor am Institut für Statistik und Leiter des Statistischen Beratungslabors an der LMU in München. Sie haben sich ja schon im Herbst 2020 damit beschäftigt, welche Parameter den Pandemieverlauf eigentlich gut beschreiben. Dafür habe ich einen Preprint gefunden. Damals haben Sie den R-Wert empfohlen statt kumulativer Fälle. Jetzt schlagen auch Sie vor, statt der Inzidenz die täglichen Neuaufnahmen auf den Intensivstationen zu betrachten und haben eine Bestimmung des Grenzwertes entwickelt, den Sie in dem neuen Kodak-Bericht Nummer 13 auch vorstellen. Könnten Sie uns das nochmal eben kurz erklären und also wie er funktioniert und inwiefern Sie die Parameter dort in einer guten Datenlage vorliegen haben, die da eigentlich einfließen müssten? Also zum Beispiel die Liegedauer der Covid-19-Patientin, die ja da einfließen. Genau. Gut, also wir haben uns überlegt, wie machen wir das konkret? Wie schauen wir nach Grenzwerten? Wie bestimmen wir rational Grenzwerte für Neuaufnahmen? Und dazu haben wir einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wenn wir annehmen, eine konstante Rate von Neuaufnahmen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben Daten auch zu der Liegedauer von Patientinnen und aus dieser Liegedauer und der Anzahl der täglich reinkommenden Neuaufnahmen kann man einfach anschauen, wo pendelt sich dann die Anzahl der belegten Betten ein. Und dann kann man für die Anzahl der belegten Betten kann man eine Grenze bestimmen. Und aus dieser Grenze kann man dann eben zurückrechnen, eine Grenze für die Neuaufnahmen. Ich zeige das vielleicht mal kurz konkret an dem Beispiel hier, wo wir das haben. Ich mache mal auf Vollbild und jetzt gehen wir zurück. Also das ist jetzt hier eine Berechnung, die wir mal gemacht haben, nur einfach mal, um das zu illustrieren. Mhm. Wir haben hier von der Divi die Kapazitäten an Betten insgesamt. Dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal als Ansatz 30% dieser Betten sind für Covid-Patienten. Und dann können wir daraus berechnen, was ist ein Grenzwert von täglichen Neuaufnahmen, sodass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% diese Kapazität nicht überschritten wird. Und das sind dann die Grenzwerte für Deutschland insgesamt, kommt dann ein Wert von 595 raus und so weiter. Dann haben Sie eben hier für Nordrhein-Westfalen, Bayern, haben Sie dann jeweils Werte, die sich an der jeweiligen Kapazität orientieren. Dann kann man auch sagen, ich sage gleich dazu noch was, wie man das berechnet. Dann haben wir ein Modell entwickelt, wie die Neuaufnahmen berechnet werden. Wir haben leider die täglichen Neuaufnahmen noch nicht. Bald haben wir sie hoffentlich.
die haben wir nur für Gesamtdeutschland. Deswegen haben wir ein Modell entwickelt, wie man aus den Belegungen dann die täglichen Neuaufnahmen schätzen kann. Ergebnisse zeige ich Ihnen gleich. Das sind die aktuellen Ergebnisse, so wie wir sie gestern berechnet haben. Und da kommt eben raus, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind wir bei 130, sind wir knapp unter diesem Grenzwert. In Bayern haben wir 91, da sind wir über dem Grenzwert. Und wenig überraschend natürlich für die DIVI-Kollegen, nicht in Thüringen haben wir 24 und da sind wir natürlich deutlich über diesem Grenzwert. Das deckt sich auch, denke ich, mit der Erfahrung. Und dann haben wir zusammengefasst Hamburg und Schleswig-Holstein, weil es ja da auch einige Patienten von Schleswig-Holstein wohl nach Hamburg gehen. Und dort sind wir auch eben entsprechend unter diesem Grenzwert. Also wir können jetzt hier ganz konkret sehen, wo ist die Lage besonders dramatisch und wo ist die Lage weniger dramatisch. Und das korreliert natürlich mit den Inzidenzen. Wenn Sie sich die Inzidenzen anschauen, sind die natürlich auch so ähnlich, aber Sie haben hier einen Mehrwert und vor allen Dingen haben wir eine rationale Begründung für diese Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind jetzt nach der Kapazität bestimmt, aber man kann natürlich auch sagen, wir überlegen uns als Gesellschaft, wie viele Betten sind wir bereit, sozusagen mit Covid-Patienten zu belegen. Mhm. Ja, und dann aus diesem Grenzwert haben wir dann eine Rationalität, also aus dieser Kapazität können wir dann sagen, das sind die Grenzwerte und dann greifen wir ein. Da würde ich gerne nochmal eben kurz eine Nachfrage an beiden Fachleute für Intensivstationen stellen. Wenn wir jetzt Kapazität 30%, das sind ja Beispielrechnungen, haben Sie gesagt, ne? Ja. 30% für Covid blockieren, sage ich mal, oder festsetzen. Ist das viel oder ist das wenig? Auch vielleicht an Frau Geides. Was ist denn so eine normale Belastung, sagen wir mal, auf den Intensivstationen? Sind da 30 generell erstmal freizuschaffen für Covid-Patienten? Ja, also da bin ich keine gute Expertin, das zu beantworten. Also das kann vielleicht Herr Karaganidis, ja. Ja, also es ist so, setzen wir das mal in den historischen Kontext. 2018, können sich viele daran erinnern, hatten wir eine sehr starke Grippewelle. Ne? Da lag die halbe Republik gefühlt flach. Und da war es so, nach unseren Auswertungen, dass wir in der Spitze etwas über 3000 Intensivpatienten gleichzeitig hatten, bei einer Gesamtbettenzahl, die ungefähr so bei 30.000 lag. Das heißt, 10% dieser Betten waren belegt und die Krankenhäuser waren richtig voll damit. Und die Bevölkerung hat es gemerkt, dass viele krank geworden sind in diesem Winter 2018. Und wenn wir jetzt über 30% sprechen, sind wir sowieso schon weit über dem, was wir jemals in der Intensivmedizin hatten. Und ich glaube, auch da hilft wieder der Vergleich, wenn Sie mal nach Frankreich gucken, wie es da aussieht, da hat man die 30% an einigen Stellen sehr deutlich überschritten. Da werden mittlerweile in Paris eine Cafeteria wird umgebaut zur Intensivstation. Also das ist was für eine einzelne Erkrankung, was wirklich viel ist in der deutschen Intensivmedizin. Okay. Super, danke schon mal dafür. Dann hatte ich eine Nachfrage an Herrn Krause, Entschuldigung, Herr Küchenhoff. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben regionale Werte ermittelt, weil die Daten noch nicht vorliegen. Also einerseits vielleicht doch erst die Frage an Karaganidis, Sie müssen doch diese Daten haben, oder? Die täglichen Neuaufnahmen pro Bundesland auch, dass Herr Küchenhoff die nicht schätzen muss. Werden die, also sind Sie da im Austausch, werden vielleicht auch die dann öffentlich in den DIVI berichten? Weil das würde, glaube ich, auch einige Datenjournalisten interessieren. Ja, im Moment muss man es händisch machen. Das kann man schon ausrechnen von Tag zu Tag an den Tabellen, die wir im internen Bereich haben. Wir sind aber dran, dass wir das automatisiert zur Verfügung stellen. Man darf nur nicht ganz vergessen, wir haben dieses Intensivregister innerhalb kürzester Zeit aufgebaut, aus dem Nichts heraus quasi. Und wir sind da dran, das weiter zu verbessern. Wichtiger ist uns im Moment aber, um ehrlich zu sein, noch die Altersstruktur. Ja? Und das werden wir versuchen zu implementieren, weil ich habe ein bisschen Bauchschmerzen im Moment, um ehrlich zu sein, mit B117. Die Patienten werden sehr schnell schlecht. Wir haben viele Junge darunter. Und das beeinflusst natürlich die Steuerung der Pandemie sehr stark, wenn es wirklich so sein sollte, dass die Patienten jünger sind. Und deswegen versuchen wir, das möglichst schnell zu implementieren. Okay, super, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber Herr Küchenhoff, vielleicht machen Sie doch nochmal eben kurz weiter mit der aktuellen Lage. Wir müssen ein bisschen auf den Tube drücken hier, ist schon Viertel vor. Aber sagen Sie bitte nochmal, das sind jetzt Ihre neuen Berechnungen der regionalen Lage. Okay. Vielleicht nur noch mal eins sagen. Also man kann natürlich darüber diskutieren, was man als Kapazitätsgrenze nehmen will. Aber man hat hier eine, und das ist mir als Wissenschaftler besonders wichtig, eine rationale Begründung für diese Grenzwerte. Und man kann darüber natürlich diskutieren und man kann sagen, wir nehmen 20%, dann rechne ich Ihnen andere Grenzwerte aus. Aber das ist viel klarer
als diese unsäglichen 100 von den, die völlig vom Himmel fällen, die keinerlei rationale Begründung haben, der bei den Inzidenzwerten. Und deswegen sind wir auch so stark dafür. Hier ist nochmal das Bild zur aktuellen Lage. Wie gesagt, wir haben das geschätzt. Ab nächster Woche werden wir das dann auch mit den realen Daten sehen. Das ist auf unserer Webseite immer abrufbar, diese Sachen. Wir sehen hier, in Sachsen haben wir eine schwierige Lage. Da sind wir deutlich höher. In Thüringen, Berlin, Brandenburg auch. Man sieht dann Trends. In Baden-Württemberg geht es leicht nach oben. Hamburg und Schleswig-Holstein, da haben wir keine so dramatische Situation. So viel dazu. Ich glaube, ich mache mal meinen Bildschirm wieder. Super, danke. Jetzt haben wir ja gerade schon gesehen, man kann das auf die Bundesländer runterbrechen. Das ist jetzt aber, wenn man die Inzidenz im Vergleich, die man ja pro Kreis jetzt irgendwie errechnet gerade, und wir das neue Gesetz haben, dass das, wenn pro Kreis die Inzidenz von 100 überschritten ist, Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Aus epidemiologischer Perspektive, Herr Krause, reicht das, das auf Bundeslandebene zu machen, um dann muss das ganze Bundesland quasi Maßnahmen, also dann, wir kommen nicht tiefer runter, sage ich mal, in der Regionalität. Reicht das, um gut die Pandemie zu beherrschen? Das ist ja sehr konservativ dann gerechnet, ne? Also wenn das ganze Bundesland schon drüber ist, dann... Warum kommen wir nicht tiefer runter? Also detaillierter, meine ich mal, regional, also auf warum? Kreisebene? Oder warum nicht? Wir können sicher auf Bezirksebene kommen. Wir können sicher auf Bezirksebene kommen. Mhm. Also kleiner, bei Kreis werden dann die Zahlen halt Gott sei Dank so gering, dass es dann instabiler ist. Aber auf Bezirksebene kommt man nicht. Man muss nicht die ganzen Bundesländer nehmen, wenn man die entsprechenden Daten hat. Weil das wäre sinnvoll, ne? Also noch regionaler zu werden. Das feiner zu machen. Aber so auf ganz kleine Bezirke kommt man, ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Und dann haben wir Statistiker natürlich auch in unseren Tools, können wir sozusagen räumliche Glättungen machen und sowas. Also da haben wir dann auch Möglichkeiten, das entsprechend durchzuführen. Gut, aber das würde dann reichen an Regionalität, Herr Krause, weil ich dachte nur so, wenn man auf die Bundesländerebene guckt, ist das vielleicht ein bisschen großgradig. Nein, wir müssen das natürlich möglichst lokalisieren. Und wir haben in der Epidemiologie Verfahren, um auch seltene Ereignisse auch in kleinräumigen Einheiten sozusagen darzustellen. Herr Küchenhoff hat es gerade auch beschrieben. Denn tatsächlich sollten ja die Maßnahmen, das ist ja auch ein Wunsch, dass sie möglichst zielgerecht und dann eben auch geografisch und zeitlich zielgerecht orientiert werden. Aber das geht schon. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass man kleinere Werte hat. Man muss die Trends stärker berücksichtigen als die absoluten Werte, was ja auch bei den Inzidenzzahlen sowieso auch schon eine Forderung ist. Der absolute Wert ist weniger wert als der Trend dieses Werts. Also der Vergleich zum Beispiel, ich habe einen kleinen Landkreis und habe stabile Zahlen. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn ich dieselbe Zahl habe, aber das steigt die ganze Zeit schon an und wird absehbar weiter ansteigen oder ist am Absinken. Ebenso, und da kommt jetzt diese räumliche Glättung mit rein und überhaupt die räumliche Zuordnung mit rein, wie die Situation in meinem Landkreis aussieht, ist eine Sache, aber ich muss immer auch mit berücksichtigen oder sollte mit berücksichtigen, wie die Situation in meinen Nachbarlandkreisen aussieht. Und da kommt dann diese räumliche Zuordnung ja auch noch mit rein. Sehr gut. Frau Geides, ich würde Sie gerne noch mal mit reinnehmen. Mir kommt eine Nachfrage an Sie. Sie beantworten aber alle schon fleißig im Chat, wie ich gehört habe. Am besten versuchen wir es in der Runde zu besprechen, aber jetzt wird es tatsächlich etwas knapp. Also vielleicht versuchen wir noch mal eben drüber zu sprechen. Also Frau Geides, nehmen Sie auch wahr, dass aufgrund der zunehmenden Belastung immer mehr Pflegekräfte darüber nachdenken, ihren Job wirklich auch aufzugeben, also rauszugehen aus der Pflege? Und was heißt das, und das ist jetzt so eine Frage von mir, die on top kommt, was heißt das für nach der Pandemie? Was müssten wir jetzt schon anders machen oder auf welche Probleme steuern wir da eigentlich zu? Das wäre mir nochmal wichtig, wenn Sie das nochmal klarziehen. Ja, also der Ausstieg von Pflegenden aus dem Beruf war schon immer ein Problem, muss man einfach sagen. Und was wir eben sehen, auch in unserer Befragung, dass die Motivation der Pflegenden, also warum sie in die Pflege gehen, das ist relativ stabil. Die Menschen gehen in die Pflege, um anderen Leuten zu helfen, die krank sind, um sie zu unterstützen. Und das ist eine tolle Motivation. Wir schaffen es aber nicht im System, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Frage. Die Pflegenden gehen nicht raus, weil sie die Schnauze voll haben von dem Beruf, von der Tätigkeit, die sie machen, sondern weil sie mit den Rahmenbedingungen eben nicht mehr arbeiten können. Das ist das eine. Wir sehen, der Wert hat sich etwas erhöht, also zum April letzten Jahres zu jetzt, aber nicht signifikant erhöht, sage ich mal. Das Pflegende, wir reden über 80% Frauen in dem Beruf. Und da muss man sagen, Frauen nutzen relativ häufig dann die Möglichkeit, eben für sich selber Teilzeit zu arbeiten. Und auch das ist ein Problem für die Frauen, aber auch für das System selber.
weil um den Beruf überhaupt aufrecht, also ausüben zu können, müssen die Frauen Teilzeit arbeiten, um mit den Belastungen umgehen zu können. Sie also individualisieren das Problem, dass wir sozusagen als Gesellschaft auf diesen Rücken, auf die Schultern der Frauen verteilen. Und das finde ich, das geht überhaupt nicht. Und die andere Sache ist, Pflegenden, die also dann sagen, sie gehen raus aus dem Beruf, was wir eben zu großen Teilen haben. Jetzt würde ich sagen, aus unseren Zahlen würde ich 17% als ausstiegsgefährdet identifizieren. Das wird ein Problem nach der Pandemie werden, weil wir einfach die Belastung im Gesundheitssystem werden bleiben. Natürlich hoffen wir, dass es durch Corona eine gewisse Entlastung gibt, aber dann wird die Frage stehen, was passiert dann mit den Pflegenden und was wir sehen jetzt speziell auch nochmal an den Intensivpflegenden, dass die unglaubliche Kompetenz, die Intensivpflegende haben, die Spezialisierung, die sie machen, dass die nicht abgebildet wird in der Bewertung dieser Arbeit, also finanziell nicht abgebildet wird. Und das ist auch ein Riesenproblem. Die Einstiegsgehälter für Pflegende sind gestiegen in der letzten Zeit, das ist auch gut, aber die Möglichkeit dann, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich ein Studium mache, wenn ich mich spezialisiere, das sozusagen nicht bewertet zu bekommen, das finde ich, ist etwas, was man sich überlegen muss. Mhm. Dazu kommt direkt noch eine Nachfrage. Werden wegen des Pflegeschlüssels seit Februar 2021 Ihres Wissens regional vielleicht sogar Bettenkapazitäten abgebaut, weil man sie wegen Personalmangel einfach nicht mehr belegen kann? Also ich erinnere mich daran, irgendwie am Anfang haben wir darüber gesprochen, super, wir haben die meisten Betten pro Bevölkerung in Deutschland. Dann waren irgendwie dann doch die Beatmungsplätze knapp, aber dann wurde klar, irgendwie braucht man aber das Personal dafür. Also inwiefern wurden auch quasi die Ressourcen des Krankenhauses an das vorhandene Pflegepersonal angepasst oder ist es eher andersrum? Also das kennen wir ja auch schon, dass Betten sozusagen gesperrt werden, wenn das Personal nicht da ist, um die Betten zu versorgen. Also um die Patienten in den Betten, sage ich jetzt mal, zu versorgen. Das ist auch klar. Dass das großflächig passiert, das kann ich nicht sehen. Aber regional Darf ich da nochmal eingreifen, weil das ärgert mich kolossal, dieses Wort Bettenabbau. Ich sage Ihnen, da treiben Sie meinen Blutdruck auf 200 hoch mit. Ja? Und das kommt auch aus politischen Ecken, wo es wirklich nicht richtig ist. Wir bauen in Deutschland keine Betten bewusst ab. Ja? Jede Klinik würde Pflegepersonal einstellen. Wir haben es einfach nicht. Und ich will das auch mal so klar und deutlich sagen. Da gibt es keinen bewussten Abbau, sondern wir können nur das betreiben, wofür wir Personal haben. Ja. Mhm. Aber muss ich jetzt auch noch mal was sagen. Im Zeitraum in den 2000er Jahren wurden 40.000 Pflegeplätze, also Pflegestellen eingespart. Ja. Das muss man einfach sagen. Klar. Wir sind jetzt auf einem Weg, wo wir, also wir haben das nie wieder ganz kompensieren können. Jetzt sind zwar Bemühungen, die Menschen wieder in die Pflege zu holen, aber wir haben es nicht kompensiert. Es sind einfach Fehler gemacht worden in der Zeit der DRG-Umstellung und die Auswirkungen sehen wir heute. 100% bei Ihnen, aber im Jahr 2020 baut keiner mehr aktiv Intensivbetten ab, weil das kam sehr viel auch aus einigen politischen Ecken und das kann man wirklich ganz klar sagen, jede Klinik will einstellen. Ja. Okay, ich gebe Ihnen völlig recht, die Fehler liegen weiter zurück, ja, ganz klar. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, wie es gerade, also vielleicht auch an Herrn Karaganidis, wie hat sich im Zuge der Impfung jetzt der Altersschnitt auf den Intensivstationen verändert? Also da hört man immer, das ist jetzt so quasi das Paradox, was dadurch ausgelöst wird. Irgendwie haben wir gar nicht so hohe Zahlen, aber die liegen einfach nur super lange. Deswegen sperren sie quasi Betten für weitere Intensivpatienten, die wir in den ersten Wellen hätten schneller, sagen wir mal, entweder versorgen können oder weil sie einfach so schnell gestorben sind. Und wie hat sich dann deshalb auch die Mortalität geändert? Und welche guten Daten gibt es eigentlich zur Liegedauer? Also gibt es da irgendwelche Datengrundlagen? Ja, also die Antwort ist sehr einfach und sehr schnell. Die Daten haben wir nicht. Mhm. Ja, also vor allen Dingen haben wir sie nicht real-time zur Verfügung. Wir haben sehr gute Daten aus dem Jahr 2020, jetzt auch nochmal aufgearbeitet. Im Prinzip das ganze Jahr 2020 wissen wir genau die Alterszusammensetzung, genau die Liegezeiten. Wir haben aber zu B117 zu wenig Realtime-Informationen. Wir haben einzelne Stichproben, die nicht gut genug sind in meinen Augen. Wir werden jetzt versuchen, über das Intensivregister müssen wir uns irgendwie schaffen, zumindest die Altersstruktur abzufragen. Und letzten Endes wird uns die Intensivbettenbelegung im Zusammenhang mit der Inzidenz und im Zusammenhang mit der
mit der Intensivdichtigkeit und mit unseren Prognosen zeigen, wie es am Ende ist. Wir können irgendwann mal zurückrechnen aus diesen Daten, ja, wie es ungefähr aussieht. Das ist momentan für mich die einzige echte Realtime-Datenquelle, wenn wir da eine Verschiebung bekommen würden, die uns anzeigt, die Patienten liegen wirklich länger oder die sind wirklich jünger unterm Strich. Okay, wissen wir einfach nicht. Aber solche Faktoren wären ja wichtig, um die zum Beispiel auch in die Berechnung der Grenzwerte mit einzubeziehen, Herr Küchenhoff, oder nicht? Weil die Liegedauer ist ja ein ganz, sagen wir mal, ja, wichtiges Kriterium oder Parameter für Ihre Berechnung. Ja, genau. Das ist der zentrale Parameter und das ist relativ einfach. Ich meine, das ist die Anzahl der Neuaufnahmen mal der mittleren Liegedauer. Das ist die Belegung. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn sich die Liegedauer verdoppelt, dann verdoppelt sich halt auch die Belegung. Das ist sozusagen auch intuitiv relativ klar. Und wir haben jetzt in unseren Rechnungen, um das auch nochmal zu sagen, wir sind eben von den Daten, die die Kollegen hatten, ausgegangen von letztem Jahr. Aber wir haben dann eben einfach, da war die Liegedauer 11, aber wir sind jetzt um 2 Tage höher gegangen. Also das ist natürlich auch so ein Faustwert von den Kollegen, wo man sagen, die Liegedauer ist jetzt etwas länger geworden durch die Mutation und durch die Altersstruktur. Aber das wissen wir nicht genau. Aber wir haben das schon in diese Grenzwertberechnung einbezogen, dass wir jetzt eine höhere Liegedauer haben als im letzten Jahr. Aber das sind eben alles Sachen, die man, um das nochmal zu betonen, die man wohl begründet dann und die man auch diskutieren kann. Bei den 100, die Frage, können die Gesundheitsämter das nicht nachvollziehen, die 100? Das wurde ja immer als Argument gebracht. Da kenne ich keine Studie, die das in irgendeiner Weise belegt, ja. Und zur Liegedauer, da gibt es eben ein paar Studien, und da gibt es eben die guten Auswertungen von den Kollegen von letztem Jahr. Und da wird es auch wieder neuere Studien geben und dann kann man das dann entsprechend durchführen. Also wir haben eben generell das Problem, das muss ich doch hier vielleicht auch noch mal als Statistiker hier einfließen lassen, eben das Problem, dass wir eben nicht so gute Daten haben. Wir haben eben auch keine, wie die englischen Kollegen, keine Stichprobe, ne, wo wir eben zum Beispiel auch die Inzidenz, nicht die Meldeinzidenz, sondern die richtige Inzidenz alle Wochen oder alle 14 Tage bestimmen können. Also das sind auch Mängel, die hier jetzt uns auch in gewisser Weise auf die Füße fallen. Wenn wir eine Stichprobe hätten, dann könnten wir die Meldeinzidenz natürlich auch viel besser bewerten, ja, und sagen, aha, jetzt ist die Dunkelziffer so und vor 3 Monaten war sie anders. Ja, das war schon häufig Thema hier tatsächlich auch auf Pressbriefings, die Datenverfügbarkeit. Herr Krause, ich habe nochmal eine Frage an Sie. Und zwar, wie offen erleben Sie denn jetzt Entscheidungsträgerinnen in Politik und Verwaltung für die Einführung solcher besser begründeter Indikatoren? Also für das jetzige Gesetz, ja, sieht er nicht so gut aus, muss ich sagen. Aber haben wir da eine Chance, dass wir das irgendwie hinkriegen, auch so in der langfristigeren Beobachtung der Pandemie? Ach, möchte ich mich eigentlich ungern zu äußern, muss ich sagen. Also ich erlebe das sehr unterschiedlich. Es gibt auf allen Ebenen der Politik Abgeordnete, einzelne Minister, Ministerinnen, sehr interessierte Rückfragen, auch Verständnis. Und das kann ich bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Regierende wirklich Gedanken machen und das auch alles sehr ernst nehmen. Aber parallel, und das ist irgendwie fast konträr dazu, habe ich auch das Gefühl, dass ich in dieser ganzen Dynamik wenig bewegt. Und wie das zustande kommt, das ist ja irgendwie ein Widerspruch, das kann ich nicht erklären. Mhm. Es kommen noch ziemlich viele Nachfragen zu regionalen Unterschieden. Vielleicht können wir das einmal noch mal eben kurz hier abfrühstücken, sage ich mal. Vielleicht an Herrn Karagiannidis. Woher kommt das, dass in Berlin erstmal so weit okay ist auf den Intensivstationen und auch in Schleswig-Holstein und NRW ist so voll? Gibt es da irgendwelche regionalen Aspekte, die man auch noch diskutieren könnte oder ist es nur in Anführungszeichen unterschiedliches Verhalten in den Regionen? Also ich glaube, das ist hauptsächlich schon das unterschiedliche Verhalten. Wir haben natürlich Sondersituationen wie in Hamburg, wo es schon eine Ausgangssperre gibt, wo man dann natürlich was anderes hat als in anderen Bundesländern. Wir haben auch Sondersituationen in Schleswig-Holstein, dass es halt grundsätzlich ein Bundesland ist, was eine niedrige Bevölkerungsdichte aufweist, wo die natürliche soziale Distanz schon größer ist in einigen Bereichen, wo sie weniger Hotspots haben. Wenn Sie jetzt hier mit Köln vergleichen, in den wirklich schwierigen Gebieten hier in der Stadt leben einfach extrem viele Menschen auf kleinem Wohnraum zusammen. Und diesen Zwang haben wir natürlich in der Großstadt, weil es so wenig Wohnraum gibt. Und das haben Sie in Schleswig-Holstein nicht. Ich finde aber auch, dass man zunehmend merkt, dass die Bevölkerung uns ernst genommen hat. Und sie hat uns ernst genommen in unseren Warnungen, dass es wirklich voll ist.
Und ich glaube, wir sehen in einigen Bereichen auch wirklich eine Verhaltensanpassung. Und ich würde sagen, auch in Berlin, dass die Zahlen da nicht ganz so stark steigen, ist auch Ausdruck dessen, dass die Bevölkerung uns ernst genommen hat. Und dafür sind wir auch dankbar. Herr Küchner, Sie wollten dazu noch was zu den regionalen Unterschieden sagen. Ich wollte also vielleicht allgemein dazu sagen, es ist halt sehr schwierig und es gibt verschiedene Versuche. Das RKI macht auch solche Versuche, um die Auswertungen von Maßnahmen und um das zu erklären. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir wissen das nicht. Ich kann sofort Herrn Garagonides jetzt sagen, ja, Berlin ist auch eng besiedelt, München ist auch eng besiedelt, Ostbayern ist nicht so eng besiedelt, da haben wir Hotspots. Also es ist eine ganz komplexe und ganz schwierige Gemengelage und deswegen würde ich auch und deswegen wissen wir auch nicht, in München gibt es auch schon länger eine Ausgangssperre, die Zahlen sind trotzdem relativ hoch. Also das ist ganz eine ganz schwierige grundsätzliche Frage, aber wir wissen einige Sachen, wir kennen die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, wir wissen, dass Kontakte eine Rolle spielen und deswegen würde ich auch gerne, statt zu viel über diese Maßnahmen zu diskutieren, auch deren Karagonides zustimmen. Es kommt auch auf das Verhalten der Bevölkerung an und dass jeder sich auch versucht, selber dann zu schützen in den Risikogruppen. Und das wirkt, und das haben wir in einer Studie, habe ich das in der ersten Welle auch schon gesehen, dass durch dieses Verhalten der Bevölkerung eben sehr viel passiert. Und deswegen sind diese Appelle auch gerade an die über 60-Jährigen zum Beispiel hier wichtig, da vorsichtig zu sein, entsprechend und sich entsprechend zu verhalten. Genau. Ich glaube, das wird ja durch die Maßnahmen irgendwie auch befördert, das Verhalten dann doch in die richtige Richtung zu lenken. Also kann man das, glaube ich, auch eh nicht auseinanderklamüsern. Aber ich würde Sie gerne nochmal fragen, Herrn Küchenhoff und auch Herrn Krause. Sie haben ja jetzt eben mit der neuen Grenzwertberechnung, Herr Krause, Sie waren ja auch beteiligt an dem letzten Report vom Kodak. Wir haben jetzt immer noch nicht eine, sagen wir mal, ein Äquivalent für die 100. Also wenn wir jetzt sagen, 100 Inzidenz ist blöd, wir wollen jetzt irgendwie auf die täglichen Neuaufnahmen gucken. Was ist denn dann die Grenze? Also welche Zahl schreibe ich denn jetzt da rein, wenn ich jetzt das Gesetz noch ändern wollen würde? Gut, ich habe das jetzt mal umgerechnet. Also das Problem ist ja bei den Grenzwerten, die ich jetzt hier auf der Folie gezeigt habe, stelle ich auch gerne zur Verfügung. Da haben wir ja unterschiedliche Kapazitäten in den unterschiedlichen Bundesländern. Ja, das heißt, das variiert dann und da variieren die Zahlen dann auch pro Einwohnerzahl. Wenn wir aber jetzt mal Deutschland runterrechnen, ich habe das jetzt mal gemacht für Deutschland, und dann schaue, wie viele pro 100.000 Einwohner wir haben, dann haben wir täglich 0,7 Neueinweisungen pro 100.000 Einwohner und das entspricht dann eben 5 pro Woche. Na, das ist, wenn Sie eine Faustzahl wollen, dann wäre das eine, aber das müsste man natürlich noch sorgfältig diskutieren. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen uns überlegt, aber das wäre dann so eine Hausnummer, dass man dann sagt, 5 pro Woche pro 100.000, aber wie gesagt, mit aller Vorsicht, ich bin auch nicht so ein direkter Fan von Grenzwerten, ich stimme Herrn Krause dazu, man muss sich auch anschauen, wie ist der Verlauf, wie sind die Prognosen, was die Divi-Leute machen, aber das wäre sozusagen, also wir können auch, wenn die Politiker das wollen, eine Hausnummer nennen. Mhm. Herr Krause, gerne dazu noch, ja. Dabei tritt noch ein weiterer Vorteil bei diesem Verfahren auf, was Herr Küchenhoff gerade berichtet hat, weil ja die stationäre Aufnahme nicht ganz so stark von den Wochentagen abhängt wie die Messung der Fallzahlen und der Diagnosen. Das heißt, dieser 7-Tages-Bezug, das ist ja eigentlich eine Krücke, der ist ja erfunden worden, weil wir so ganz dramatische Unterschiede zwischen Sonntags-, Samstags- und Montagszahlen haben. Das wäre bei den stationären Aufnahmen nicht ganz so stark ausgeprägt. Das heißt, hier haben wir ein etwas, nicht ganz, aber etwas ausgewogeneres Verhältnis. Das heißt, wir müssen uns nicht zwingend auf 7 Tage beschränken oder wir müssen nicht unbedingt einen 7-Tages-Bezug wählen. Und selbst wenn wir das tun, können wir das fließend tun und haben damit also einen stets aktuellen Bezug, weil ja die Neuaufnahmen tagtäglich neu dazukommen als neue Information, so wie die Fallmeldung allerdings auch. Vielen Dank. Wir sind jetzt, würde ich sagen, schon fast hier am Ende. Wir sind auch sowieso schon 5 Minuten drüber über die Zeit. Es kamen dann doch viele Fragen und es ist einfach komplex, darüber zu sprechen. Ich würde gerne Frau Geides nochmal fragen in einem abschließenden Statement. Welche Lehren müssen wir aus der Corona-Pandemie ziehen, um unser Gesundheitssystem besser für die Zukunft zu rüsten, aus pflegender Perspektive? Das wäre mir nochmal sehr wichtig, weil wir diese Perspektive noch nicht sehr häufig hier abgebildet haben auf den Pressbriefings. Deshalb würde ich gerne Ihnen nochmal das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Also aus unseren Daten können wir sehen, Pflegende wollen
mit einbezogen werden in die Entscheidung zur Ausgestaltung des Gesundheitssystems. Sie haben eine hohe Kompetenz in der Versorgung, sowohl jetzt von komplex kritisch erkrankten Patienten, als aber auch in den Nachsorgeeinrichtungen, das muss man auch nochmal sagen, in den Pflegeheimen und in der ambulanten Versorgung, in der psychiatrischen Versorgung. Das ist das eine, also der Einbezug in die Entscheidungen zur Versorgung. Das andere ist, was ich auch schon gesagt habe, die Abbildung von Kompetenzen von Pflegenden, das heißt von Spezialisierung, Weiterbildung und Fortbildung. Das sehen wir eben bisher noch nicht. Und das ist ein Bereich, finde ich, der weiter ausgebaut werden muss. Es ist ganz klar, dass Pflegende werden dreijährig ausgebildet. Es gibt auch schon studierte Pflegende, aber dass man mit der dreijährigen Ausbildung in spezialisierten Bereichen, wie es die Intensivversorgung beispielsweise ist, eben nicht mal eben so arbeiten kann und das Personal eben nicht einfach nur so aufstocken kann, sondern da steht eine Kompetenz hinter. Das muss anerkannt werden. Das, und dann muss ich auch noch mal sagen, dann ist es der Bereich, wie Pflegende eben in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Über Pflegende wird nicht in erster Linie anhand ihrer Kompetenzen diskutiert, sondern es wird diskutiert, sage ich mal, anhand von Burnout-Bildern, die es sicherlich gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass eher deutlich gemacht wird, welche Kompetenz der Pflegeberuf bedeutet, um damit eben auch Menschen in die Pflege zu bekommen. Vielen Dank, Frau Geides. Herr Karalindis, Sie haben bestimmt auch noch dazu ein Statement aus Intensivmediziner Sicht. Ja, also aus unserer Sicht müssen wir, glaube ich, Krankenhaus nach Corona neu denken. Und wir müssen ganz klar dahin kommen, dass Intensiv- und Notfallmedizin Daseinsvorsorge der Bevölkerung ist und nicht ganz hart gekoppelt sein darf an ökonomische Aspekte. Und meine Empfehlung ist, wir müssen das Krankenhaus so neu denken, dass wir nicht vom Geld herkommen, sondern dass wir in erster Linie vom Personal herkommen. Was kann das Personal leisten? Wir müssen sehr klar nicht nur Pflegeuntergrenzen festlegen, sondern auch für Ärzte Untergrenzen festlegen. Und eigentlich ist Untergrenzen auch zu wenig, sondern wir müssen dahin kommen, ein Intensivbett wird betrieben von so und so vielen Pflegekräften, von so und so vielen Ärzten. Und dann muss ich gucken, was kann ich mit meiner Personaldecke leisten? Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, werden wir in größte Probleme laufen in den nächsten Jahren. Vielen Dank. Ich glaube, das ist nochmal klar geworden. Herr Krause, Herr Küchenhoff, haben Sie noch Punkte, die Sie gerne abschließend vorbringen würden, da wir schon 8 Minuten über die Zeit sind? Hervorragend. Herr Küchenhoff, es kamen noch Nachfragen zu Ihrem Modell. Ich würde die nochmal 1:1 weiterleiten oder zu Ihrer Grenzwertberechnung. Wenn Fragen sind, können Sie sich gerne auch noch bei Herrn Küchenhoff dazu melden, nehme ich an, wenn da explizite Nachfragen sind, weil gerade DatenjournalistInnen da auch gerne was abbilden wollen auf ihren Seiten, können Sie sich bei Ihnen melden. Wir erwarten die neuen Daten von der DIVI auf der Bundeslandebene zu den täglichen Neuaufnahmen. Ich bin gespannt. Schön, dass Sie da dran sind und ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit erstmal an den Journalistinnen und Journalisten da draußen und natürlich auch an die Fachleute, die mit ihr hier auf dem Podium saßen. Vielen, vielen Dank. Wenn Nachfragen sind, wie gesagt, melden Sie sich gerne auch bei uns an die Journalistinnen da draußen. Transkript und Video stellen wir so schnell es geht eben zur Verfügung, so wie wir das immer machen. Wenn Sie aber noch spezielle Nachfragen haben, melden Sie sich einfach unter redaktion@sciencemediacenter.de. Vielen Dank Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf bald. Ja, danke, schon mal wiedersehen. Wiedersehen.